So. Hey. Wollen wir mal weitermachen? Jetzt halt die Frage, wo machen wir weiter? Also ich glaube, es ist nur eine Befürchtung, aber ich glaube, ich muss hier mit Hieravias hin. Oder hier hin vielleicht. Wir sind ja alles Druiden, mehr oder weniger, habe ich das Gefühl. Hier müssen wir, glaube ich, storymäßig hin. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, wo wir mit Sargani hin müssen, ehrlich gesagt. Das muss ja auch hier irgendwo noch sein. Vielleicht hier. Wobei, nee, das glaube ich nicht. Ah, wahrscheinlich. Wissen wir, dass es die Nordlandschaft gibt, da kommen wir aber jetzt noch nicht hin. Na gut, gucken wir erstmal jetzt hier. Wir kommen nachher mal mit Hieravias hier hin und gucken, ob wir die Quest hier machen können. Hallo Shida und Rienwin. Wir gehen mal hier rein. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir doch mal. Oh, okay, das sieht interessant aus. Das ist ja nur ein Raum. Okay. Reichen wir erstmal hier rum. Keine Person hier. Alles klar. Der Sporling. Oh, jede Menge Bücher. Oh Gott. Da wird jetzt viel gelesen. Ja. Ui, 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 ui. Sind jetzt die Bücher gelandet? Verdammt, warum hab ich die jetzt reingepackt? Ganz blöd. Weil ich muss sicher gehen, dass ich die diesmal auch finde, wieder. Der Quest, leuchtende Atrasch bei deinem Lager abgelegt. Ich habe die Quest-Item gefunden, alles klar. So, lass mir eben die Bücher mal angucken. Warte. Jetzt hier die neuen Bücher drin, das ist jetzt die große Frage. Also nicht die neuen Bücher, verdammt. Das nervt mich immer, wenn ich dann sowas loote und dann nicht mehr weiß, was ich da gelootet habe. Raimunds Notizbuch. Auch wieder doppelte Bücher dabei gehabt. Krieg der Heiligen. Ich habe keine Ahnung, welche Bücher ich jetzt gerade gelootet habe. Der Krieg der Heiligen Umsturz. Keine Ahnung. Aber, kann man gucken, Jonas letztes Tagebuch, das können wir mal lesen. Ich glaube, das gibt es auch nur einmal wahrscheinlich, wenn es sein letztes Tagebuch ist. Jawohl, lesen wir das mal. Mein Sohn, morgen werde ich zum Bildnis, morgen werde ich zum Skeens Verkörperung auf Eora, morgen ersteckt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Monatelang haben wir uns als geheime Konklave getroffen, um den Niedergang unseres Grundherrn zu planen, während wir die Felder bestellt haben, als wäre unsere Herzen voller Zufriedenheit. Skeen lehrt uns mit dem Verstand zu planen, während unser Gesicht unbeteiligt bleibt. Unergründlich. Gerecht können nur jene kämpfen, die Armeen besitzen. Der stille Sklave ist unser Schatzleifstein, unser Fokus. Indem wir ihn anbeten, findet unsere Sache Fokus, Klarheit und Möglichkeit. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Wenn du dies liest, bin ich tot. Ich bete, dass Skeen mich nicht aufgibt, weil ich von meinem Plan spreche. Doch ein Sohn verdient es zu erfahren, wie mein Vater starb. Wie sein Vater starb. Denn ich habe mich freiwillig als Bildnis gemeldet. Skeen wird in meinen Körper fahren und das einfache Fleisch dieses alten Bauern als Marionette göttlichen Zorns nutzen. Ich wurde rasiert und gesalbt. Morgen früh werde ich nur noch den Namen nach deinem Vater sein. Meine Männlichkeit wird entfernt. Meine Nase und meine Ohren werden entfernt. Meine nutzlosen sterblichen Augen werden durch das Feuer durch Feuersteine ersetzt, durch die Skeen die Welt sehen kann. Mein Sohn, es tut mir leid, dass ich dich seit einigen Monaten belogen habe. Doch Skeen verlangt Geheimhaltung. Selbst deine Mutter weiß nichts von meinem heimlichen Dienst am stillen Sklaven. Verfluche meinen Namen, wenn du musst. Aber weine niemals um mich. Denn ich sterbe, um unsere Gemeinschaft zu verbessern und die Korruption unseres Herrn vom Angesicht zu Eoras zu tilgen. Morgen wird mein Meister an seiner eigenen Peitsche ersticken, denn morgen werde ich zum Bildnis. Okay. Was haben wir hier? Die vielen Gesichter Beras, haben wir das schon? Nein,
sieht nicht so aus. Die vielen Gesichter Beras. Wie treffend, dass wir der Gott der Kreisläufe, Türen, Sterblichkeit und Unausweichlichkeit als Beraf kennen, während die Valianer eben jenen Gott als Chirono kennen, den Beraf lehrt uns vor allem eins, dass in allen Dingen Dualität besteht. Es liegt Leben im Tod und Tod im Leben. Erkenne und schätze diese Dualität und du ehrst Beraf. In den Ruinen von Aiglan Farf wird Beraf in Form von zwei halb skelettartigen Gestalten dargestellt. Eine männlich, die andere weiblich. Bevenen in Ankev und Ankev in Bevenen. In der glanfatanischen Sprache wörtlich Leben im Tod und Tod im Leben, männlich und weiblich, innen und außen, Leben und Tod. Wenn wir an Beraf denken, stellen wir ihn uns oft als die zwei Seiten einer Münze vor oder als die zwei Endpunkte einer Reise. Es heißt, dass Beraf von allen Göttern die meisten Bittsteller hat. Vermutlich ist es wahr, denn wer von uns hat noch nie dafür gebetet, dass der Kreislauf stockt? Wer hat noch nie in einem Augenblick der Trauer Beraf angeschrien, nur für einen geliebten Verstorbenen eine Ausnahme zu machen? Beraf rettet vielleicht unsere Verstorbenen nicht, aber beantwortet unsere Gebete auf seine eigene göttliche Weise. Beraf ist der Gott, der das Leben in Tod enden lässt, und er ist der Gott, der den Tod im Leben enden lässt. Beraf, Chirono, Bevenen in Ankev, Ankev in Bevenen, welchen Namen man auch bevorzugt, die Gottheit verdient unsere Gebete, denn sie hat uns das Versprechen der ewigen Erneuerung des Lebens gegeben. Da habe ich gesagt, das Gefühl, das habe ich schon mal gelesen. Egal. Schreiben der okkulten Hand. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Also das haben wir wirklich noch nie gehabt. Glaube ich. Liebster Bruder oder war es Schwester? Möge dieser Brief dich bei guter Gesundheit erreichen. Ein Mann von rüpelhaftem Auftreten stürmte kürzlich in meine Bibliothek und verlangte von mir, ihm bei der Suche nach einem Buch über den Bau einer Arkebuse zu helfen. Ich hielt es für den rechten Dienst an Vale, diesen Mann auf eine Bilderhandschrift über den Schnitzen und Spielzeugsoldaten und anderen Miniaturen hinzuweisen. Er zeigte sich wenig amüsiert über meine Lösung, woraufhin ich mit den Schultern zuckte und sagte: Was ist eine Antwort ohne eine Frage? Er hielt meine spirituelle Rhetorik offenbar weder für hilfreich noch für unterhaltsam, weshalb es mir zwei Zähne ausschlug. Ich hoffe, dein Sommer war weniger turbulent als der meine. Sag mal, kann es sein, dass jetzt hier alles Bücher sind aus verschiedenen Göttern? Weil wir ja hier auch einen anbeten sollen. Natürlich ist es blöd, dass ich die anderen Bücher jetzt nicht mehr finde. Ich habe jedoch auch wichtigere Kunde. Meine Schülerin sagt, ich habe neulich Nacht in einem Traum das augenlose Gesicht gesehen. Ich muss gestehen, dass ich zunächst so zornig vor Neid war, dass ich mich weigerte, ihr zu glauben. Vale, verzeihe mir diese vorübergehende Fehlurteil. Sie beschrieb einen Aumaua von leuchtend blauer Farbe mit einem gesichtszuglosen Antlitz, umgeben von einem Schwarm von Augen, von denen sich keine zwei gleichen. Sie sagt, Vale habe ihre Fragen ignoriert und sie erinnert sich nicht in Einzelheiten darüber, was gesagt wurde. Meine Schülerin scheint sogar viele Dinge aus der Zeit vor der Erscheinung vergessen zu haben. Sie konnte mir nicht sagen, wo sie aufwuchs oder was sie gerne isst. Zunächst war ich so eifersüchtig, dass sie Vale mit ihren eigenen Augen gesehen hat. Doch es scheint, als habe Vales Besuch dazu gedient, zu verschleiern, nichts zu erhellen. Ich bete, dass sie die Glaubensprüfung übersteht und bald auf das Ereignis zurückblicken und die Freude des Unergründlichen spüren kann. Was ist eine Antwort ohne Frage? Letzte Woche glaubte ich, die Lösung sei Ignoranz. Doch nach Vales Besuch erscheint mir eine Straße ohne Länge, nun als näher an der Lösung des Rätsels. Ich fürchte, meine Schülerin wird auf Vales Besuch zurückblicken und sich betrogen fühlen. Einen Augenblick der Kleid beraubt, von dem bei unserem Beitritt alle glaubten, es würde uns zustehen. Ich habe versucht, ihr zu sagen, dass sie großes Glück hatte, doch sie war zu jung, um es zu verstehen. Was ist eine Antwort ohne Frage? Möge ich tot sein und meine Seele von den Wanden zerstreut, ehe jemand es mit Gewissheit sagen kann? Und ich hab's doch schon gehabt. Verdammt. Aber irgendwie ist hier nicht einsortiert. Ist jetzt hier? Nee. Bin ich blöd? Ach, da ist es jetzt. Ja, blöd. Ich bin echt blind teilweise. 10 Jahre Morgendämmerung. Ja, mal gucken, wie ich das hier reinschmeiße. Okay, das haben wir noch nicht gehabt. 10 Jahre lang habe ich vor Lars angebaut und 10 Jahre lang habe ich mir selbst eingeredet, wenn ich nur den Fußstapfen der heiligen Weidwen folgen würde. Okay, das ist jetzt über Weidwen. Ja, also hier geht es echt um die ganzen Götter. Ist ja interessant.
würde ich zur Wiedergeburt gelangen, jeden neuen Tag betrete ich den Morgendämmerung, dass er dir Licht bringen möge, wenn du in der Dunkelheit lebst, doch jeder Abend brachte nur dieselbe Leere. Ein Jahrzehnt lang habe ich als einfacher Farbstoffbauer gelebt, doch vorzuweisen habe ich nichts als rechtliche violette Kleidung. Iotas hat nichts mit uns gesprochen, seit der heilige Weidwen erschienen ist. Ich hatte gehofft, dass Iotas, also mit Iotas ist er, mich als seine nächste Hülle erwählen würde. Doch das Kind des Lichts bleibt stumm. Jeden Tag vollführe ich das Ritual, die Schatten der Ungläubigen zu verbannen. Und jeden Tag bestelle ich einsam meine Felder, ohne ein Anzeichen von Iotas Rückkehr. Er möge dir Licht bringen, wenn du in der Dunkelheit lebst. Doch wie lange muss ich noch in dieser langen Nacht des Verlassenseins darben? Ist das meine Strafe dafür, dass ich meine Glauben da geheim gehalten habe? Versteckt Iotas sich vor mir, bis ich für alle hörbar herausschreie, wie ich ihn verehre? Gewiss weiß er, dass die Dirwälder ihn und seinen Anhänger nun hassen. Meine Landsmänner geben die Schuld für all Übel des Kriegs des Heiligen und weiterhin treue Anhängern von Iotas. Sollten sie nicht zornig auf razerianische Soldaten sein? Erkennen die Dirwälder nicht, dass sie alle Hoffnung auf Heilung verhindern, indem sie den Gott der Wiedergeburt und Erlösung verstoßen? Während ich diese Worte schreibe, weiß ich, dass ich weiterhin das Fahrblatt anbauen muss. Ich werde jeden Tag mit neuer Hoffnung erwachen, wenn du in der Dunkelheit lebst. Wird er mir Licht bringen? Jeden Tag bete ich, dass die Dämmerungssterne mich besuchen, genau wie sie den heiligen Weidwen in seinem Vorlassfeld besuchten. Werden sie mir erscheinen, wie sie dem heiligen Weidwen erschienen sind? Als ein Mann und zwei Frauen strahlend und makellos? Man sagt mir, sie kommen, um neue Zeiten anzukündigen. Man sagt mir viele Dinge. Und ich versuche, den Glauben in mir zu finden, sie alle zu glauben. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, ehrlich gesagt. Und doch geht die Sonne jeden Morgen am Osthimmel auf. Und jeden Morgen beleuchtet Iotas mein einfaches Stück Land und verjagt mit seinem goldenen Glanz die Schatten der Ungläubigen. Ich danke dir, Iotas, für all die frühen Jahre, die ich erlebt habe und für alle, die noch kommen. Ich bin in Dunkelheit. Bitte bring mir Licht. Der rätselhafte Gott der Kälte. Junge Schüler sind oft verwirrt, ob der scheinbar überlappende Rollen von Beraf und Rimgrant, was die Herrschaft über den Tod angeht. Beraf überwacht den Kreislauf aus Leben, Tod und Wiedergeburt. Rimgrant überwacht den kalten, zerstörerischen Akt des Todes selbst. Dieser Unterschied ist von Novizen oft schwer zu verstehen, bis sie einen geliebten Menschen verloren haben und seine Anwesenheit eine Weile erdulden mussten. Beraf bestimmt, dass wir ebenso sicher wiedergeboren werden, wie wir sterben. Doch Rimgrant ist die Axt des Henkers. Rimgrant zeigt uns, dass alles Leben in der Stille endet. Ich muss ihnen nur das Zeichen Rimgrants zeigen. Den knochenweißen Auerochsenschädel, der in Wände der ältesten vegetarischen Ruinen eingeritzt ist. Er ist in jeder Kultur ein Zeichen des Todes und des Untergangs. Jedes Kind, das schon 4 Winter erlebt hat, kennt diese uralten Symbol. Rimgrant verkörpert nicht nur den Tod, sondern alle Manifestationen des Zusammenbruchs, ob Hungersnöte, Krankheiten oder einfaches Pech. Rimgrant ist ein Urgott, stumm und undurchschaubar, wie der Tod selbst. Er macht sich durch seine Anwesenheit bemerkbar, nicht durch laute Verkündigungen. Es gibt unzählige Geschichten über die furchterregenden Reisen des Gottes durch die Länder Eoras. Wenn die Winterbestie sich rührt, folgen ihr bitterkalte Winde und grauenhaftes Geheule, Schritt und Tritt. Wo die Bestie auch einen Huf hinsetzt, dort verwelkt alles Leben zu Staub. Die treuen Anhänger Rimgrants sagen, selbst das Leben eines anderen Gottes könne in Stille enden. Sie sagen, die anderen Götter müssten vor der Herrschaft der Winterbestie über den Tod fliehen. Wir wissen jedoch nicht, ob die Behauptung wahr ist. Obwohl die Winterbestie unter Schneewolken verdeckt ist, sagen jene, die das pelzige weiße Monster gesehen haben, dass die Seelen der Gefallenen sich an den Fell der Bestie klammern oder vielleicht daran festgefroren sind. Die Zwerge der borealen Südens kennen zahlreiche Geschichten mit ähnlicher Handlung. Ein kühner Held zieht aus, um die Winterbestie zu finden und die Seele zu befreien, die in ihrem Fell gefangen sind. Diese Geschichten nehmen niemals ein gutes Ende. Selbst wenn der Held die Seele einer Geliebten rettet, stirbt er dabei. Denn eine ordentliche Geschichte über Rimgrant ist es nur, wenn das Leben des Helden im Stille endet. Ist nicht so gut. Was haben wir hier? Ausgewählte Korrespondenz des Gabenbringers Eden. Singt, o Meereswellen, von Ondras Trauer, von ihrer unerwiderten Liebe für den unerreichbaren Mond. Singt von der Trauer des Ozeans, auf das wir die unseren vergessen. Jeden Tag spielen die Gezeiten Ondras Sehnsucht nach dem großen Mond nach. Das Wasser streckt mit der Flut seinen Finger aus, sehnt sich nach dem Himmelskörper, nur um bei Ebbe daran zurückzusinken, wenn der Mond sich als unerreichbar erweist.
Du hast mich einst gefragt, warum ich Ondra so sehr liebe, wie ich vom Festlandbewohner zu einem Anhänger der Göttin der Meere werden konnte. Ich singe von der Trauer des Ozeans, auf das ich dir meine vergesse. Es ist Ondras Botschaft, die zu meinem Herzen spricht. Ich habe mein Leben der Aufgabe verschrieben, anderen dabei zu helfen, schmerzliche Erinnerungen aufzugeben. Denn mit dieser Gabe hat Ondra mich bedacht. Als ich meine junge Tochter verlor, waren meine Frau und ich untröstlich, bis ein Gabenbringer anbot, die Spielzeuge meines Kindes zu nehmen und sie in die tiefsten Wasser zu werfen. Um ehrlich zu sein, haben weder ich noch die anderen Gabenbringer, die ich kenne, jemals mit Ondra gesprochen. Sie ist meistens stumm und wenn sie doch spricht, dann mit Fluten und gewaltigen Wogen, nicht mit Worten. Aber wir singen von der Trauer des Ozeans, auf das andere, die ihre Vergessenen vergessen. Ondras Geschichte, die Geschichte des unerfüllten Verlangens, ist für Leute wie dich und mich wirklich von Bedeutung. Magran kann einen nicht zum Sieg über die Trauer leiten. Hilea kann keine Freude in einen weinenden Mund stopfen. Nur Ondra kann die Stärke geben, durchzuhalten, wenn das Leben wertlos erscheint. Und das ist die Antwort für eine Frage, warum ich meine Göttin so liebe. Klingt aber ehrlich gesagt nicht so toll. Ja, über Helia würde ich aber auch gerne mehr wissen. Ich glaube aber, die Göttin, die mir bis jetzt immer am meisten gefallen hat, ist nicht das Buch. Ich habe hier über jeden Gott was, nur über... Nee. Er hat es aber schon gelesen. Würdiger. Bin mal nicht sicher, ob ich schon gelesen habe. Ich will jetzt nichts doppelt lesen, deswegen lassen wir das einfach. Also bis jetzt die Götter, die mir am meisten gefallen haben, waren... von dem, was ich bis jetzt gehört habe, Lihilia und ja, Würdiger im Prinzip. Oder wie auch immer der heißt. Das ist halt die Frage, muss ich jetzt hier? Wahrscheinlich, ne? Speicher mal. Was ist das hier eigentlich? Das habe ich noch nicht angeguckt. Zerschmettere und verkohlte Steine versperren den Weg nach Sonne im Schatten. Das ist eben das, was, glaube ich, kaputt gemacht wurde. Okay, gucken wir mal, was passiert jetzt. Was hast du gerade gesagt? Ein Bordell für die Ewigkeit? Ilia, Berat, Magran, Galawein, Abidon, Skeen, Rimgrad, Ondra. Ja, die gehören ja irgendwie zusammen. Die gehören irgendwie zusammen. Der ist alleine, die ist alleine. Weshalb mir die beiden eigentlich schon sehr gut gefallen. Galawein, okay. Und die anderen beiden sind unbekannt? Was ist denn das für einer und was ist das für einer? Okay, was steht hier? Als du dich wild schreien näherst, erfüllt ein grellendes Geräusch deine Ohren. Es gibt keine anderen Reaktionen. Als du dich Würdiger schreien näherst, geschieht nichts. Ja, Würdiger gibt halt keinen Laut von sich, so wie ich das verstanden habe. Ah nee, warte mal, die kann man auch nicht anklicken. Die darf ich anklicken. Aber... Okay... Wähl darf ich nichts machen. Und Würdiger darf ich nicht machen. Die beiden darf ich aus irgendeinem Grund nicht anbeten. Vielleicht, weil ich irgendwelche Aktionen im Spiel gemacht habe, die dafür sorgen, dass ich das nicht darf. Das sind zwei Schreine, mit denen ich nichts machen darf. Okay. Ha. Im Sternbild in der Nähe erkennst du die Gestalt eines seltsamen gehörnten Tiers. Gelegentlich glaubst du zu spüren, dass das Schrein selbst in leichte Kälte... Nee, ich geh weg. Ich bete da jetzt nicht dran. Du hast Erfahrungspunkte bekommen, aber da möchte ich nicht beten. Beraf beten. Im Schrein steht vor einem hellen Sternbild. Das sind einzelne Sterne, die ovale Form eines Eisbildes. Zwei Flügel ragen aus dem Stall. Boah, wen wollen wir anbeten? Was ist das hier? Galawein. Der Galawein hat mir gerade eben nicht gefallen, was ich gelesen habe. Das Problem ist, der Einzige, den ich jetzt nicht gelesen habe, ist Helia. Aber
Die hat mir nicht gefallen. Skin hat mir erst recht nicht gefallen. Also wirklich überhaupt nicht. Mit seinem Opfergedönster. Von den beiden. Wieso kann ich die beiden nicht anbeten? Das verstehe ich nicht. Ich mach Hylia. Weil das ist die einzige, wo ich nicht. Aber wo ich, glaube ich, Erinnerung habe, dass dann eine Sache gut war, glaube ich. Hylia, zu Hylia beten. Du trittst vor dem Schrein und bereitest dich darauf vor, die rituellen Worte zu sprechen. Alle Dinge können wieder zusammengefügt werden. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Das weiß ich doch jetzt nicht. Was ist eine Antwort ohne eine Frage? Vielleicht kann ich die anderen beiden deswegen nicht ansprechen, weil ich nicht weiß, was ich da sagen soll. Lebe jede Note des Lebenslieds. Der Kampf ist unsere grundlegende Natur. Ich singe von der Trauer des Ozeans. Nein. Alles Leben endet in Stille. Morgen erstickt mein Meister an einem eigenen Peitsche. Was ist eine Antwort ohne eine Frage? Wenn Würdiger ihren Thron wieder besteigt, wird alles Unrecht wieder gut gemacht. Nein. Den Tod wohnt ein Leben inne, dem Leben Tod. Alle Dinge können wieder zusammengefügt werden. Überleben beginnt mit Stärke von innen. Lebe jede Note des Lebenslieds. Alles Leben endet. Oh, fuck. Ich hab keine Ahnung. Ich speichere mal. Zumindest sage ich etwas anderes. Also ich glaube, es ist das hier. Deine Worte scheinen in der Luft zu klingen, wie eine Glocke. Deine Stimme wird durch ein ungesundes Kunst melodisch und singend. Du schließt deine Augen, um zu beten. Während du in der Dunkelheit wartest, wendet sich die Welt um dich herum. Du spürst das Sonnenlicht, hell und warm, auf deinem Gesicht. Jetzt mach das hier mal kleiner, damit wir hier mehr sehen. Oh, sieht cool aus. Du spürst das Sonnenlicht, hell und warm auf deinem Gesicht. Eine leichte Brise trägt Musik in deinen Ohren. So lebendig sich diese Empfindungen auch anfühlen, weißt du doch, dass sie nicht wirklich sind. Du blickst dich um und siehst, dass du in einem Freilufttempel auf einem Berggipfel stehst. Er ist voller Elfen, Orlaner und anderer Gestandener. Umgeben wird die ganze Szenerie von einem Rand von Bäumen, deren grüne Äste voller Vögel in allen Farben, Formen und Größen sind. Durance spuckt aus. Ein Paradies für jene, die ihr Leben mit der Erkundung des Bedeutungslosen vergeuden wollen, während sie die Bedeutung der wahren Welt schänden. Oh, diese Bäume im Brand zu stecken, Wächter. Jeder ist willkommen. Es ist etwas vertieft. Ein Orlaner sitzt vor einem Leinwand, einen Pinsel in der Hand und Gläser mit grünen, blauen und gelben Pigmenten vor sich. Eine Elfe und ein Aumauer stehen im Gespräch vertieft. Am Rand des Tempels, ihr Ausdruck voller Entzücken. Andere kritzeln Verse oder einfache Skizzen auf Blätter und verlieren sich im delikaten Details von Strichen und Silben. Du spürst wieder die Brise, zwei Elfen, die sich sonnen und zittern leicht. Die größte Gruppe hat sich in der Mitte des Tempels versammelt. Sie singen eine üppige, chaotische Harmonie aus mehreren sich ergänzenden Melodien. Andere werden allein in den Paaren von den Sängern angezogen, als würden sie von dem Windstoß oder einer Phrase des Liedes herbeigeweht. Ein Säuseln streift durch die Bäume. Du denkst, es sei der Wind, doch das Zwitschern wird zu einem Kreischen. Hunderte von Vögeln erheben sich in die Lüfte, alle in dieselbe Richtung, nur fort. Die Gläubigen blicken zu den Bäumen, von ihrem Tun kaum merklich abgelenkt. Doch der Wind wird stärker. Er verstreut die Blätter mit Gedichten und Zeichnungen und reißt ihnen die Lieder von den Lippen. Sie blicken gen Himmel und du folgst ihrem Blick. Eine dunkle Gestalt bedeckt die Sonne. Du kannst nicht erkennen, was es ist, doch als es sich ausbreitet und größer wird, scheint es den gesamten Himmel zu füllen. Der Wind peitscht über den Gipfel. Das erklärt die Vögel. Bevor du fliehen kannst, fällt ein Schatten über den Tempel. Er beginnt als dunkler Fleck in der Ecke und breitet sich aus. Es erreicht den nächstgelegenen Gegenstandenen, ein Orlanerin mit schwarzem Fell. Die Dunkelheit verschlingt sie und lässt nur einen Rauchschwade zurück. Die zwei Elfen, die du gesehen hast, ein Mann und eine Frau, fliehen. Du siehst sie kurz im Schatten eines Berges zusammengekauert. Sie scheinen dich ebenfalls zu sehen und sie strecken ihre Hände nach dir aus und rufen leise nach dir. Die anderen aber scheinen wie eingefroren zu sein. Als der Schatten vorrückt, verschwinden sie ebenfalls, einer nach dem anderen. Der Sturm zerstreut ihre Asche und die verkohlten Überreste ihrer Schöpfungen. Die trauernde Mutter hält den Kopf in den Händen. Freudenlieder, die zu Schmerzen schreien werden. Welcher Sinn werden Lektionen, welche Lektion kann in dieser Zerstörung liegen?
Ilia! Du blickst wieder zu der Quelle der Schattens empor. Doch die verdunkelte Sonne bildet einen gleißenden Strahlenkranz um die Gestalt herum. Du kannst keine Details erkennen, aber du spürst Hitze. Stelle meinen Tempel wieder her! Du blickst hinab und siehst, dass du neben Helias Schrein in Tel-Alfron stehst. Dein Puls rast und deine Haut ist schweißnass von deiner seltsamen Begegnung. What the holy moly fuck geht hier ab? Reise zu Helias Tempel. Nachtrag hinzugefügt. Rat der Sterne. Verdiene dir die Gunst der Götter. Es scheint, als würden dir die Götter auch etwas von mir wollen. Um ihre Gunst zu gewinnen, muss ich die Aufgabe abschließen, die sie mir in der Vision übertragen wurde. Ili offenbarte mir einen Bergtempel, der von einer schrecklichen Gefahr bedroht wird. Okay. Of course. Wie komme ich da hin? Hilfe? Oh oh. Mir helfen? Ich habe Fragen. What do you wish to know? Wird mir nicht helfen. Until Muss ich mir eben kurz den Bezirk verlassen. Mal gucken, ob ich dann da irgendwie einen neuen Bereich. Oh, Tempel von Helia. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Okay, ich habe aber das Gefühl, wir kommen langsam gegen Ende des Spiels. Deswegen möchte ich da jetzt nicht unbedingt viel weitermachen. Ganz ehrlich nicht. Ich mache noch die Nordlandschaft, da gehe ich noch hin, aber ich werde nicht zum Tempel von Helia gehen. Wirklich nicht. Das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt noch die Grabinsel angucken. Das mache ich jetzt noch. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich ich werde mir die beiden Gebiete noch angucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon angeguckt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, die beiden muss ich mir jetzt noch angucken. Wenn ich die beiden angeguckt habe, gehe ich mal wieder zurück, hole mir dann mal meine Companions, versuche da mal, weil ich glaube, der Druide, den ich suchen muss, ist hier in dem Gebiet für Haravias. Und ich werde mal vermuten, dass hier wahrscheinlich Sarganis Companion ist. Ich vermute es, weil ich hier war. Okay, ich kann auch hier sein, weil da war ich jetzt mit ihr nicht. Wo soll es sonst sein, den wir da suchen müssen? Und dann werden wir erstmal den Part 2 auf jeden Fall beenden. Von DLC. Wir gehen mal nach Altlied, weil da glaube ich, auch noch nicht. Du brauchst eine Stunde um deine Reise. Ja, da gehen wir hin. Fuck, ich glaube, ich komme gegen Ende des Spiels an. Shit. Okay, die Götter scheint es wirklich zu geben, dann in dem Fall. Okay. Okay, hier waren wir noch nicht. Nein, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Gucken wir uns hier. Oh, das sieht aber geil aus hier. Helias Schrein. Oh oh. And what does the flame reveal? Warte mal, das ist ein Beschützer. Naja, was haben wir hier? Der Stein ist mit den Spuren uralter Meißel vernarbt und Moos bedeckt. Und sieht aus wie ein Drache. Noch ein Drache. Wir haben bisher keinen einzigen Drachen getötet bekommen. Blutmoos, yay. Muss unbedingt gucken, wie wir die Drachen platt machen. Ey, ich habe keine Ahnung. Kasfaf, Owen. Okay, wir reden mal mit denen. We can't stay down here. Zwei Weltelfen, ein Mann und eine Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind, ein geflügelten Ei. Von ihren Kleidungen abgesehen, könnten sie jedoch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörten Wände um sich herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Just how are we supposed to worship the Sky Mother from among the weeds, hm? This is a disgrace. Okay. Calm yourself. We should be grateful that she protected us from the Winged Terror. Besides, even here we have a visitor. Eigentlich ist mir Helia als Vision erschienen. Sie hat mir aufgetragen, mit euch über die Gefahr zu sprechen, die sie über ihren Tempel gelegt hat. Was ist das für ein geflügelter Schrecken, von dem du sprichst?
Ist dies hier der Hylia-Tempel? Ich möchte gerne mehr über Hylia erfahren. Wir machen mal das Erste. A vision from the goddess herself? What a rare and fortunate blessing. Kazeth blickt dich mit unverhohlener Faszination an. Onwin blickt dich mit zusammengekniffenen Augen an. Deine Vision hat dir offenbart, dass die Gefahr eine Drache ist, ja? Sie tritt einen Schritt zurück und mustert dich eingehend. Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass die Himmelsmutter eine ganze Armee von Kriegern schicken würde, um dieses Monster zu bekämpfen. Ich fürchte, so wenige ist, als würden Spatzen einen Adler angreifen. Ich fürchte, so wenig ist. Was ist denn das für ein Satz? Aber wenn Hylia auch auserwählt hat, wer sind wir, an ihrem Urteil zu zweifeln? Onwin hat jedoch recht. Du musst dich auf einen mächtigen und gerissenen... Oh, ich muss einen Drachen töten.